Mit dem Internet sind neue Geschäftsmodelle entstanden. Was sind die Muster dieser neuen Geschäftsmodelle im Internet? Sie sind mobil, sie sind on demand, also nicht mehr anbietergetrieben, sondern jeder kann selbst entscheiden, was er wie nutzen will. Sie sind personalisiert, sie verbreiten sich über soziale Netzwerke, sie sind dialogisch und sie sind viral, das heißt, verbreiten sich durch unsere Kommunikationsbahnen wie ein Virus. Und das ist wahrscheinlich ein genereller Trend. Medien werden zunehmend sozial und viral. Was bedeutet das für uns, die klassischen Medien? Ich finde so schön, im angelsächsischen Raum sagt man immer Legacy Media, sozusagen die ererbten, die alten Medien. Es bedeutet, dass soziale Medien und ihre Algorithmen zu mächtigen Co-Distributoren von Inhalten werden. Rund jeder fünfte Internetnutzer in Deutschland, 22%, nutzt soziale Netzwerke, um sich über Aktualität zu informieren. Journalisten hören damit auf, die Gatekeeper zu sein, die darüber entscheiden, was publiziert wird und was nicht publiziert wird. Und dieser technologische Wandel zieht natürlich tiefgreifende wirtschaftliche Veränderungen nach sich. Also das Netz prägt wirtschaftliche Beziehungen. Das Internet der Dinge treibt die Automatisierung an. Auch daraus werden neue Produktionsprozesse und Geschäftsmodelle entstehen. Das sind die Ursachen, die uns treffen, indem sie Produktion und Distribution von Medien verändern. Die Digitalisierung hat erstmals eine gleichberechtigte Kommunikation mit unseren Leserinnen und Lesern ermöglicht. Alles, was digital werden kann, und das gilt allemal für die Medien, wird digital. Alles, was digital werden kann, wird auch mobil. Und in diesem neuen Ökosystem gelten neue Gesetze. Es wird anders produziert, unsere Geschäftsmodelle, Presse und Rundfunk verlieren ihre Gültigkeit. Und nur klassische Medien, die sich diesen neuen Gesetzen öffnen, werden überleben. Wenn wir uns nicht verändern, werden wir nicht überleben, sondern werden ins Museum wandern, wie schon so viele andere Industrien vor uns. Wie genau das gehen soll, ich vermute, das wird ein wichtiges Thema bei unseren Gesprächen morgen. Und ich bin gespannt auf den Dialog mit all den anderen, die daran forschen und arbeiten. Der Wandel von Medien, Kommunikation und Information betrifft das Individuum ebenso wie unser Gemeinschaftsleben, als auch die Organisationen, in denen wir leben und in denen wir arbeiten. Genauso dynamisch wie sein Gegenstandsbereich hat sich aber auch das Forschungsfeld entwickelt. Eine ganze Reihe von aktuellen Forschungsinitiativen stehen für das große Interesse an dieser Forschung und auch den großen gesellschaftlichen Bedarf an Forschung in diesem Bereich. Die gesellschaftlich so relevante Frage, was der umfassende Wandel von Medien, Kommunikation und Information gerade in seinem medienübergreifenden Charakter bedeutet und welche Mechanismen der Transformation hier bestehen, ist bisher in seiner Komplexität nicht erfasst. Aber gerade vor dem Hintergrund des umfassenden gesellschaftlichen Wandels, der mit dem Wandel von Medien, Kommunikation und Information zusammenhängt, ist eine interdisziplinäre Forschung notwendig, in der der Kommunikations- und Medienwissenschaft eine wichtige Integrationsleistung zukommt. Auch dieses Institut arbeitet an der Schnittstelle zwischen Informatik und den Sozialwissenschaften. Gleichzeitig ist die Kommunikations- und Medienwissenschaften in Bremen breit international sichtbar. Sie gilt als einer der führenden Standorte der Mediatisierungsforschung, also dem Bereich der Kommunikations- und Medienforschung, der sich mit der zunehmenden Durchdringung von Kultur und Gesellschaft mittels der Medien befasst. Gemeinsam haben das Zentrum für Medien, Kommunikations- und Informationsforschung und das Hamburger Hans-Bredow-Institut nun ein Konzept für einen Sonderforschungsbereich entwickelt, der erstmals den Wandel von Medien, Kommunikation und Information und dessen Einfluss auf die Gesellschaft medienübergreifend erfassen will.